In Frankreich haben am Samstag erneut Hunderttausende Menschen gegen die geplante Rentenreform protestiert. Allerdings mit deutlich niedrigerer Beteiligung als in den Vorwochen. In Paris kam es zu Auseinandersetzungen. Die Regierung meldete am Abend 368.000 Demonstranten. Die Gewerkschaft CGT gab die Zahl der Teilnehmer dagegen mit mehr als 1 Million an. Es gibt keine Resignation. Ich finde, dass es hier noch viele Menschen gibt. Wenn man sich hier umschaut, sieht man Familien, viele Kinder. Ich denke also, dass die Mobilisierung noch da ist und die Bevölkerung diese Bewegung unterstützt. Wir sind hier, um die Ablehnung zu zeigen, weil das meiner Meinung nach immer noch das beste Mittel ist, um unsere Wut über all das, was die Regierung zusätzlich tut, zu zeigen. Wir versammeln uns heute wie an den anderen Tagen, weil wir denken, dass diese Reform nicht die richtige ist und dass man anfangen soll, sollte sich Fragen über die Arbeit von morgen zu stellen, bevor man Fragen über die Rente stellt. Die seit Wochen andauernden Proteste und Streiks richten sich gegen die im Senat debattierte Rentenreform, die eine Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre vorsieht. Noch bis Sonntag um Mitternacht hat der Senat Zeit für die Debatte. Anschließend geht der Text in den Vermittlungsausschuss. Die Regierung hofft auf eine endgültige Verabschiedung am kommenden Donnerstag, wobei sie auf die Stimmen der konservativen Republikaner angewiesen ist.